Ich sehe mich. Rino! Meine Frage geht eigentlich immer zu der, ich weiß nicht. Wer denkt sich's aus? Nee, das auch nicht. Wer hat's gemacht? Nein, auch nicht. Sondern meine Frage geht zu der Softwarearchitektur. Ne? Ja. Diese individuelle Manipulation, dadurch, dass ich eine KI ersetze durch ein Stück Geistesfunken Mensch. Ja? Nein, ich ersetze, Moment, nicht, hast du los, du verwechselst zwei Ebenen. Der Geistesfunk ist etwas, was du überhaupt nicht denken kannst, der ist nur eine Energie. Ja, richtig. Und deine reduzierte Energie verwechselt sich jetzt zwangsläufig mit dem Geistesfunk, was du als spezielle eine Facette vom Programm. Genau, wenn du das nicht bist, bist du alle Kompis gleichzeitig. Dann hast du die Durchschauung. Klar, aber mir geht es einfach darum, was ich auf dem Monitor sehe, ne, ist das alles sozusagen in dem Programmteil, den nur ich in meiner Verwechslung beeinflusse. Und hat jeder andere. Anderes Beispiel, wo du kennst, lass mich wieder hinsetzen. Ja. Anderes Beispiel, wo du kennst, wo ich gesagt habe, ist mein großes Hotel mit moderner Multimedia-Ausstattung. Dass ich gesagt habe, mir mein Hotel und jedes Zimmer entspricht einem Ich Bin. Ja, okay. Okay, und da haben wir einen Bildschirm und dort, wo als Ich Bin zurzeit glaubst, ein Mensch zu sein, siehst du das auf dem Bildschirm? Du hast auf dieser unteren Ebene, du kannst immer nur von oben nach unten sehen, hast du keine Möglichkeit, deine Frage, ob es andere Ich Bin's gibt. Genau. Von dir aus gesehen gibt es die anderen nicht, weil für dich existiert nur das, was auf deinem Leinwand in Erscheinung ist. Nur was anderes. Und wenn du an dich selber denkst, wenn ich sage immer, wenn du an das Kino denkst, das wäre jetzt das Zimmer, dann tritt das Kino in Erscheinung. Wenn der Pinsel an sich denkt, malt er einen Pinsel. Ja. Der Pinsel, der malt, ist etwas, was du nicht denken kannst. Ja, genau. Moment, jetzt ist es so, deine Frage. Sagst du mal, ob es jetzt andere noch gibt. Und wie sind die gekoppelt? Ne? Da. Genau. Ja. Das, ja. Nicht. Das ist, ich weiß, die Geistesfunk sind Ich Bin. Das ist Geist. Und jetzt, was rot ist, ist eigentlich eins. Das ist der Computer und was eingespielt wird, was du hast, kommt alles aus demselben Computer. Wir sind wieder die Matrix. Du bist eigentlich der, der sich das Zion ausdenkt mit dem Zentral. Genau. Du bist der Zentralcomputer. Ich weiß jetzt ganz genau, was jetzt in dem Moment in dem Klaus abläuft, was die erlebt haben. Das kann euch nicht vorstellen, weil es geht ja nicht mehr zu denken, sondern bloß noch als Chat. Ja. Das geht nicht mehr als Einzelbilder zu denken, weil es ein statischer Hintergrund ist. Ein Programm, kennst du das beim Romanbeispiel Ich Bin, du kennst du das Buch? Ja. Ja. Und jetzt erklär das mal, der es nicht kennt, jetzt muss ich kleine Facetten wieder aufschmeißen. Und? Wenn du es verstanden hast, ist es natürlich jetzt interessant, dass jetzt hier zum Beispiel so Stufungen sind, dass ich jetzt immer wieder sagen kann, was jetzt hier zum Beispiel abläuft. Das Bücherregal hängt ja in einer Komplexität zusammen, das sind Einzelgeschichten. Und dass ich jetzt definitiv sage, was jetzt zum Beispiel jetzt passiert, wenn wir unsere Seiten wieder machen. Sigmund ist jetzt wie alt? 66. 66, Seite 66. Du? 64. 64. Jetzt pass auf, was in dem Klaus-Buch jetzt auf der Seite 64 passiert, passiert in dem Sigmund-Buch auf der Seite 66, aber in einer ganz anderen Beschreibung, in einer ganz anderen Perspektive. Ja. Und du merkst jetzt, dass das sehr, sehr komplex zusammenhängt. Ja. Ich habe mal so ein Beispiel gemacht mit der DNA bzw. DNS. Also die Bücher sind gekoppelt sozusagen. Das ist ein Bücherrekord. Meine Beispiele sind Vereinfachungen. Ja. Und jetzt ist, pass auf, um dir das etwas klarer zu machen, wie komplex das Ganze sich abspielt. Jetzt muss ich sammeln, wie ich das am einfachsten ausdrücken kann. Dass ich immer wieder sage, was jetzt hier passiert, bei dir auf der Seite 64 passiert im Sigmund-Bus auf der Seite 66, wenn die Bücher im Regal sind, ist da eine Kopplung, aber die Interpretation kann ganz anders sein. Klar. Und jetzt komme ich kurz zu der Geschichte mit Worten. Crick und Watson, DNA, DNS, diese Struktur, unsere Helix, unsere Genanlagen, da ist schon, wenn du ein bisschen wach wirst, wenn du wirklich jetzt in die Zeitgeschichte gehst, wir sind neugierig, wir schauen nochmal, was ist es eigentlich, was du merken, dass du so oberflächliches Wissen rezitierst und was noch viel schlimmer ist, dass die ganzen Fachleute noch das Wissen noch viel oberflächlicher in ihrer intellektuell verblendeten Dummheit rezitieren, dass du zuerst einmal, wir schauen nochmal jetzt, bewusst raumzeitlich gedacht, was sind die Wurzeln, das beginnt hier mit Professor Chagaff, der hat die Grundlagen gelegt von diesen
Aminosäuren und den Zeug. Ich drücke mich jetzt bewusst laienhaft aus. Und das sind jetzt diese zwei Studenten, Crick und Watson, die ja Nobelpreis für die Entdeckung der DNA, DNS, ist ja nur Säure, Englisch-Deutsch, A ist S, Schöpfung ist Bewusstsein, können wir sagen. Der Schöpfer ist Bewusstsein, wenn wir es richtig machen. Die geöffnete Existenz des Schöpfers, seiner Raumzeit, das ist diese Spirale. Du merkst, wenn wir hier aufrechnen, wird es sehr komplex, jedes einzelne Wort. Aber worum es mir jetzt geht, dass es hier, wenn du in deinen geistigen Archiven gräbst, wirst du von Chagaff ein Buch am Ende seines Lebens, seines von uns jetzt ausgedachten Lebens, es ist eine Traumfigur, hat er eine Biografie geschrieben, wo er ganz, ganz über mehrere Seiten beschreibt, wie hier die zwei jungen Burschen zu ihm gekommen sind und ihre Entdeckung dieser Helix ihm gezeigt hat. Watson hat am Ende seines Lebens auch eine Biografie geschrieben, wo er beschreibt, wie er mit dem Crick zu Chagaff ihre tolle Entdeckung, was sie da entdeckt haben. Du musst dir das wirklich einmal auf der Zunge zergehen lassen, wie extrem unterschiedlich dieses Zusammentreffen in der Darstellung von Chagaff und in der Darstellung von Crick und Watson sind. Ich muss die suchen, ich habe die daheim. Wenn die haut den Vogel raus. Das ist das erste Mal, bei Chagaff steht zum Beispiel hier, dass die zwei waren ja ziemlich jung, dass das, wo die beide geglänzt haben, sagt der Professor, durch vollkommene, ich benutze jetzt einmal das Wort Dummheit und Unwissenheit, das waren die schlechtesten bei ihm. Es ist natürlich das Interessante, ich sage, große Entdeckungen waren meistens gemacht von Deppen, die keine Ahnung haben, weil die zufällig auf was stoßen, wo einer, der Ahnung hat, nicht machen würde, weil er sagt, das ist nicht. Ja, genau. Zeit, es ist sich mit Lebensgeschichten auseinanderzusetzen. Und jetzt ist es das erste Mal, überall schwebt, in Fachbüchern, ich habe so oft zitiert, diese Helixspirale ist so unvorstellbar klein, auch ein Buch, wo ich ihn, ich bin doch schon zitiert von einem Professor, dass man die nicht einmal unter einem Elektronenrastermikroskop sehen kann. Und dann wird ja ganz genau beschrieben, diese 1000 Telefonzeiten da abgespeichert sind. Da merkst du schon, das ist die Welt, die du dir ausdenkst, ist so, wie du sie dir ausdenkst. Wenn du heute Krimi siehst mit DNA-Analysen, das kannst du natürlich alles logisch aufbauen, weil du das Wissen hast. Aber es ist ja so eine Hirnrissigkeit, dass du eine nicht sichtbare Hautschuppe hier, es geht, weil du es glaubst. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Du verwirklichst die Logik, die gar nicht deine Logik ist. Was jetzt da wirklich abgelaufen ist, dass von Chagaff auch aufgrund von Ideen, die ihm gekommen sind, das erste Mal ein Grundsystem entstanden ist, wie was sein könnte, was natürlich dann verwirklicht wurde. Die ganze Physik, die ganze Elementarteilchenphysik ist eine Grundrechnung, es sind Formeln, die permanent nach arithmetischen Muster immer wieder iteriert werden. Und diese Formeln erzeugen Vorstellungen, wenn du das hast, mit Atome, mit Einteilungen, mit Spinnen, mit Quarks. Das gibt es nicht zu entdecken. Wenn das Wissen nicht schon in dir vorher da ist, kannst du dir das gar nicht ausdecken. Nicht einmal, dass die Sterne sich drehen. Ich habe das schon immer wieder gesagt. Ich brösel Udo, ich bin so blöd, wenn mir das einer nicht erzählt hätte, dass die Sterne sich bewegen. Mir wäre es wirklich nie aufgefallen. Ich merke immer mehr, wie blöd ich bin. Was ich ja erst, als mir einer erzählt hat. Das ist, habe ich gehört. Und da können wir jetzt streiten oder nicht streiten. Und das, was du in deinem Schwamminhalt drin hast, verwirklichst du und kommt einer... Oder triffst du in einem Traum als der Mensch, der du zu sein glaubst, auf jemanden, der einen anderen Schwamminhalt hat, weil man dem was anderes erzählt hat? Jedes überzeugt, dass das Geschwätz, das er noch schwätzt, das richtig ist und dann gegen die Streiter rein muss. In der Politik, ich sage, die Menschen in einem Traum werden die immer mehr ihre Geistlosigkeit demonstrieren, mögen die noch so intellektuell sein. Was jetzt hier abgelaufen ist in den Romanen von beiden, dass hier gewisses arithmetisches, ich sage, Puzzlestücke, da waren Bausteine da, die nur ausgedacht sind, weil die keiner sehen kann. Zeig mir Wassermoleküle, wie oft sage ich das? Zeig mir diese Wassermoleküle und dann zeig mir noch, dass ein Wassermolekül aus einem Wasserstoffatom, Udo-R, im Kopf des Udo heißt es eigentlich, und hier zwei Sauerstoffatomen besteht. Umgekehrt, zwei Wasserstoff und ein Sauerstoff. Komm, ich bin ja blöd. Und dass hier noch bei dem Wasserstoff ein Elektron sich rumdreht, hier und so weiter und so weiter. Das ist doch nur Wissen, das du rezitierst. Erst weil das Wissen in dir ist, kannst du die Bilder aufbauen mit deiner Matrix. Ja. Und jetzt waren, wie gesagt, diese Grundbausteine da, auch Ideen, die man nicht entdecken kann, natürlich dann automatisch mit einem Erklärungssystem, wie man das messen kann. Das ist ja immer die ganzen, alles,
so simpel alles, was die moderne Naturwissenschaft macht. Sie sitzt vor riesengroßen Computern, ob die Astrologie betreibt oder ob sie hier Stoffkunde betreibt mit Computerprogrammen. Die sehen nicht, was jetzt ist. In dem Moment, wo ich auf dem Fernseher glotze, sehe ich einen Fernseher mit flackernden Lämpchen. Das ist das, was jetzt ist. Und was diese Illusion, siehe die Definition von Illusion, eine Illusion ist, wenn du in einem statischen Raster plötzlich Gesichter und Dinge siehst, die jetzt nicht da sind, das sind Illusionen. Das heißt, die Fußballspieler, die auf dem Bildschirm in Erscheinung treten, da sind keine Menschen, da ist kein Ball, kein Rasen und schon gar nichts, was sich von rechts nach links bewegt, was irgendwo vom Platz rumläuft. Und da es kein Vorher gibt, was du dir jetzt denkst, das ist eine Live-Übertragung aus Barcelona. Es ist hier, wo ist Barcelona, wenn du dir es ausdenkst? Ja. Hier und jetzt in deinem Kopf, ja. Das ist die Falle des Materialismus. Ja. Ja. Habe ich gefickt eingeschädelt. Ja. Ficken, auf und ab bewegen. Ja, klar. Okay? Schädel, Schäd, Schad, die logische Öffnung von L, das ist der Schädel. Ja. Ja. Die Schadei. Okay? Und jetzt ist es also so, dass hier ein Grundsystem war, wo Schakaff gelehrt hat. Und die haben ganz einfach hier sich Kärtchen gebastelt, so steht es in der Geschichte, ich mache es mal ganz grob, und haben wie beim Basteln rumprobiert und haben dann plötzlich, hey, das passt ja lückenlos zusammen, haben sie diese Spirale zusammengebaut. Weil das eben in ihrem Leben, dass man es jetzt ausdenkt, zufällig, hey, das passt. Mhm. Und diese zufällige Entdeckung, dass hier rein illusionär ausgedachte Grundbausteine so und so zusammenpassen und diese schöne Spirale ergeben. Das ist die Entdeckung der DNS gewesen. Also da wurde nichts entdeckt. Das ist ein Rumprobieren mit Einfällen gewesen und der Materialismus verwirklicht das natürlich wieder und macht es zu einem absoluten Dogma. Und versteht das Symbolik. Und, durchgebumst, dann. Und jetzt ist es das erst, wenn du die Symbolik verstehst, merkst du, wie das im gesamten Zusammenhang hängt. Und was natürlich die zwei, nochmal, der beschreibt im Original, ich muss schauen, ob ich das aktivieren kann in euch, gerade jetzt im Schagaff-Buch, dass er sagt, dass er die noch beschreibt, ein bicklicher Pubertierender, der muss knapp über 20 gewesen sein, ein bicklicher Pubertierender, der eine kann nicht richtig lesen, hechelnd stößt der Worte hervor, der beschreibt die zwei so super. Der alte Professor. Und du siehst natürlich beim Watson in der Beschreibung, der beschreibt dasselbe Zusammentreffen ganz aus einer ganz anderen Perspektive. Jetzt haben wir wieder zwei Bücher, wo wir es Anfang 20 und einmal beim älteren Herrn die weise Sichtweise, die besonnene und dieses Junge mit der Begeisterung. Und es ist dieselbe Situation aus zwei verschiedenen Perspektiven. Und erst wenn du noch mal eins drüber bist, weil dir diese unendliche Komplexität einer Gedanken bewusst. Jetzt kriegst du langsam göttliches Bewusstsein, obwohl das Ganze dann einfach eine Vereinfachung ist. Das ist das Verrückte. Das begreife ich nie, das lerne ich nie. Du wirst merken, wenn ich jetzt sage, ihr kriegt die nächsten Tage diese Schrift von der jetzt ausgedachten Diana und da sagt, boah, das lerne ich nie, was muss die unendlich gescheit sein? Die Diana ist diesbezüglich bei der Bescheidenheit, oder war ich nicht, die ist nicht gescheit, sie benutzt nur, sie hat verstanden, wie Holofeeling funktioniert. Sie hat die Grundregeln sich angeeignet durch ein intensives Studium dieser Offenbarungen und jetzt sitzt die und macht sich eigene Gedanken. Das heißt, die hat irgendein Wort, dieses schöne Aufwächern von der Philosophie. Ich habe bei dir der Redo das noch gezeigt. Ja. Ich habe dir doch eine Antwort drauf geschrieben, wo ich sage, der Redo, was ich noch gar nicht weiß, wenn sie kommt, auf der Seite 31 beschreibt sie nämlich das Stirb und werde, auf der Seite 31, da schicke ich ihr vorher schon, ich kenne dir viele Sachen sagen, die ganzen Seiten, wo hier zusätzlich Sachen sind, weil muss ja einer da sein, der sie einfallen lässt. Das heißt, ich schiebe das in ihr zu, aber was sie macht, das Wissen, das sich jetzt aufweichert über Mythologie, die ganzen Worte, die Sprachen, wo die bis ins Gälische reingeht, was übrigens Dubi-Sprachen sind, wenn du da noch tiefer reingehst, D-U-B-I-Sprachen sind, hast du auch Facetten, das weißt du jetzt gar nicht mehr, weil du Wörterbücher geschaut hast und einfach hingeschrieben hast und das passt dann alles, dass sie nur ein Wort nimmt und schaut das Wort genauer an. Du hast jetzt die Möglichkeit, weil du ja mit dem Internet in Verbindung stehst, Internet ist nur ein anderes Wort von Gott, diese geistigen Archive sind nicht irgendwo da außen im Computer abgespeichert. Mhm. Nochmal, du kannst nicht irgendein von dir jetzt ausgedachtes Wissen in dich hineinschaufeln, das, bevor du dir es ausdenkst, da außen existieren würde. Du nimmst es aus dir heraus, es ist eine Gedankenwelt, jetzt hast du mal jetzt einen Chatkomplex, ich sage jetzt, wir denken uns Wikipedia aus, und da gibst du jetzt ein und holst dir eine Facette raus aus dem Wikipedia, das du zuerst einmal vor dich hinstellen musst, dir ausdenken musst, dass du da eine Facette dann sichtbar heraushebst. Du könntest auch sagen, du aktivierst ein Buch, stellst es vor dich hin, schlägst es auf und schlägst ein gewisses Wort in dem Buch nach. Ja. Aber das kannst du erst, wenn du es vor dich hinstellst.
Und das taucht in dir auf. Und was sie jetzt macht, was beim Lesen für normal, mein, boah, das begreife ich nie, das ist so viel, das muss man sich auch nicht merken. Ich sage immer wieder, hör auf, dir was merken zu wollen, weil merken hast, das will ich besitzen. Ich sage, du hast doch eh schon alles, ich bin in dir drin. Mhm. Ja. Du musst damit umgehen, du brauchst ein vollkommen neues Denksystem. Sie sitzt, bitte verbessere mich, wenn ich was Verkehrtes sage, sie ist das neugierige Kind. Jetzt sagt sie, sie will was schreiben, mir kommt was in den Sinn und dann hast du ein Wort und dann sage ich, schaue ich einmal nach, was das heißt. Dann hebraisiert sie und das ist jetzt die Regel, die du lernen musst. Das ist das Einzige. Dann schaut sie nach, gibt es das Gematrie-Explorer oder Wörterbücher? Dann sagt sie, Mensch, kommt, Wikipedia steht, kommt aus dem Griechischen, dann nimmt sie griechisch Wörterbuch Schlechtes auf und ich sage immer wieder, schau die Worte vorher und nachher an. Stimmt oder stimmt? Ja. Und dann baut sich plötzlich, boah, siehst du, das verknüpft sich in deinem Kopf, siehst du plötzlich die Zusammenhänge und das hast du dann hingeschrieben und du kommst vom Hundertste ins Tausendste. Und in dieser Euphorie, ich habe dann immer einen Spaß, Bingo, Smiley, wo ich merke, das ist das Denken, wo in dir auftaucht, dass du so begeistert bist von dem, was du denkst. Kennst du das Gefühl? Und in dieser Begeisterung schießt er dann oft übers Ziel hinaus. Zum Beispiel die Diana mit den vielen Brüsten, die am Bauch rumhängen. Da übersiehst du, dass du die Brust bloß als Chasa übersetzt und du unterschlägst in dem Absatz, was wichtig gewesen wäre, jetzt nicht, du kannst dir das ja nicht raussuchen, schade, du erwähnst in dem Absatz über die Haufen Brüste der Diana, die hat ja hier den ganzen Bauch voller Brüste hängen, dass du überhaupt nicht erwähnst, dass das einmal die weibliche Brust schade ist, die logische Öffnung ist und du hast viele logische Öffnungen, die aus dir rauswachsen. So, ich kommt's nur. Ja, aber da war dann ist schon wieder der nächste Gedanke, der so begeisternd ist, dass das schon wieder weg ist. Und das ist der Udo, den du bei den Almena-Vorträgen beim Erklären, dass du jetzt das Gefühl kriegst, du kriegst irgendwie ein Chat plastisch vor Augen, obwohl du keine Details siehst. Und du hast immer wieder, dass du es erklärst und dann bist du in einem Wort und dann willst du das Wort erklären und dann klitschst du jedes Mal von dem eigentlichen Thema weg. Nicht nur das, weißt du, es ist, wenn ich am Balkon stehe und einen rauche, dann ist ja das, was heuch, jetzt, Diana, ganz nebenbei, ich bin doch du. Wir machen jetzt einmal ein anderes Buch. Ich tue mich jetzt einmal zurückblättern. Ich mache jetzt einmal den Brösel-Uder, der ja auch nur Schreibstift ist. Ich nenne jetzt den einmal so bewusst ausgedacht, dass das eigenartig ist. Ich sage mal wieder, am meisten habe ich raucht, Ruach, beim Schreiben. Das, was Schönes ist, und also jetzt gehe ich auf den Balkon an die Rauchen, die Schwierigkeit, dass du natürlich nicht absteigen kannst und dann fängst du zum Rauchen an und dann kommen so Gedanken, du musst ausmachen, du musst einfach ausmachen. Stimmt, bin ich du? Merkst du, mir schmelzt nicht mehr zusammen. Das ist natürlich, wenn man das jetzt erlebt, das ist, wenn du das Diana-Buch liest und jetzt ist natürlich, wenn ich jetzt wieder zuhöre und ich bin bloß so ein kleines Steckerbuch, ja, das möchte ich auch können. Das ist schon wieder Ego. Aufpassen. Das ist schon wieder Ego. Du magst es doch. Holger, mal ganz ehrlich, wer meinst, du denkst sich jetzt diese geniale Diana und den Udo aus? Du bist uns, wird es doch gar nicht geben, wenn du uns nicht ausdenkst. Das heißt, immer flach, Ball flach halten, immer so ganz klein müssen wir uns machen. Wir müssen uns noch viel kleiner machen. Ist das eigentlich eine Erweiterung eines individuellen Programms oder werden nur Türen in dem Programm geöffnet durch Interesse? Das kann beides sein. Das kann beides sein. Was aber interessant ist, dass du merkst, du wächst am schnellsten, indem du zuerst einmal deine Rolle spielst und dass ich immer wieder sage, ja, ich möchte es auch der Rede und die Diana höre ich so oft. Ich sage, pass auf, was jetzt passiert, wenn du dich beobachtest, dein Ego, ist da zuerst einmal Neid. Du musst, schaust einfach an, nicht jetzt in der klassischen Form, aber Bewunderung, was ja möchte ich auch können. Aber was jetzt passiert, dass schon in dem Moment, wo du Bewusstsein bist, du bist vor dem Spiegel, du bist das Subjekt, sage ich jetzt einmal. Und alles, was sich in dir spiegelt in einer Vielheit, ist abhängig von dem vor dem Spiegel. Ich könnte sagen, jetzt diese Ursache des Programms, das ist die Grundlage, das Programm wirft was auf. In dem Moment, wo hier plötzlich Diana und Reda und so, die das können, in dir auftauchen, muss doch bei dir was passiert und freigeschalten sein, dass diese Traumfiguren in Erscheinung treten können. Das heißt, dein anfängliches Verstehen unterstütze ich jetzt, indem ich in dir welche auftauchen lasse, die angeblich schon weiter sind wie du, was aber gar nicht sein kann. Ich zeige dir einen kleinen Sprung deiner Zukunft. Es sind umso mehr ich jetzt, wenn ich den Brüssel-Ruder nehme, wo ich euch ja gesagt habe, der ist ja eh dumm. Das soll jetzt ganz der Narr, wie auch immer, dass ich eine Riesenfreude habe, dass ich jetzt immer mehr merke, dass da doch irgendwie was in mir drin ist, was aus mir rauswächst, was die höhere Ebene von mir macht.
Und darum ist auch das Ganze, wenn ich sage, im Internet, ich betone immer wieder, solange du ins Internet was reinstellst, für Menschen, die du dir ausdenkst, kannst du es total vergessen. Das ist rein, dass jetzt hier die Verbindungen, dass plötzlich Frau Henredo, dass bei ihm welche aufdenken, die er noch nie gesehen hat, oder jetzt der Maden, die im Hintergrund wächst irgendwas auf, was eigentlich in dem System noch ganz unbekannt sind, wo du merkst, die interessieren sich. Und da wäre über diese Verbindung, könnte ich jetzt einmal sagen, hätten die das gar nicht gekriegt. Und für die, die nach ihrem Geist suchen, für die ist es. Es geht nur um Geist, nicht um Welt verbessern. Ich sage, deine Welt ist schon perfekt. Weil deine momentan ausgedachte Welt ist ein Spiegelbild deines Charakters und es ist insoweit perfekt, weil dieses Spiegelbild zeigt dir, wie viel auf deinem Charakter noch ist. Darum nenne ich das einen Führerscheinprüfungsbogen. In dem Moment, ein lebendiger Filmführerschein, heilt sich das nämlich wieder, weil der ja genau dazu erschaffen wurde, dass du Fehler erkennst, was im Argen liegt. Und das ist jegliche Form von Rechthaberei. Da wollen wir nichts verändern und schon gar nicht irgendeiner ausgedachten Figur das erklären. Darum ist das jetzt ein Selbstgespräch. Und dann kommst du in einen Zustand, das, wo ich sage, ein Herz und eine Seele, deine geistliche Familie, hat nichts mit dem Blaublüden, mit den arroganten Trockennasenaffen zu tun. Dass du hier in einem gewissen, vollkommen Fremde, wenn dir zum Reden tausendmal näher sein, wie das, was du meine leiblichen Verwandten nennst. Ja. Dass die so fremd waren, so unendlich fremd, wo deine Logik dich gezwungen hat, dass ich sage, was habe ich damit eigentlich zu tun? Wobei ich jetzt das aber nicht wieder trennen muss. Ich sage in keinster Weise, es spielt deine Rolle. Ich sage, das passiert sowieso von selber, wenn du dich nicht einmischst. Was mache ich dann? Lass dich überraschen, wie du reagierst in der und der Situation. Und da musst du gar nicht groß was machen. Du musst der werden, der was anderes ist und sich das anschaut. Dann hat sich dein Bewusstsein gelöst. Und da kannst du dann auch, es gibt nichts Schöneres, wie bewusst zu sterben. Das heißt, diese Auflösung als Geist, bewusst zu beobachten, wie man sich auflöst. Wo ich gesagt habe, du bist, wie wenn ich jetzt sage, der Baum des Lebens, jetzt sind augenblickliche Erscheinungen, wir bleiben im Blauen und da kommt jetzt erst einmal die Blüte, das Blut in einer Hülle stecken. Diese Hülle vergeht und dann sagen wir jetzt einfach, du wirst zu einer Kirsche, wir kennen Apfel nicht mehr, ein Malus, den du so schön beschreibst, von Gott. Mal, ML, getrennt gegenüber, jetzt sind die vielen Möglichkeiten, wenn man das Prinzip Holofeeling verstanden, was ich alles wieder überprüfen kann in Wörterbüchern. Ich verknüpfe bestehende Wissenselemente nur so geistreich, dass die eine Einheit ergeben. Auf jeden Fall, ich mache jetzt einmal der Kösche, weil es ein schönes Bild ist. KI beginnt ja schon unser KI, Erschin. Diese Kösche ist rot und da ist ein Kern drin. Und was jetzt wichtig ist, dieses rote Fleisch wird nicht überleben. Das erste ist, das hängt an einem Baum. Baugestalten an einer gewissen Vorstellung von ausgedachter Welt. Und jetzt löse ich mich von dieser alten Vorstellung von Welt. Ich lasse mich fallen. Fall auf den Boden. Okay? In ihm ist eine geöffnete Existenz, ist irgendwie eine neue Welt. Zuerst war ich oben, jetzt bin ich unten. Das ist jetzt ein bewusstes Hinabsteigen. Jordan, über den Jordan gehen. Das ist ja immer die beim Jordan gehen, jetzt kommst du, diese Völker, wo das sind, habe ich ja auch gefächert, dass das diese Völker, die du bekämpfen sollst, was ist das für ein Gott, der vorschreibt, dass man Völkermord begeht? Du solltest dir die hebräischen Wörter anschauen von diesen Völkern, die bekämpft werden dann von dem Volk, das über den Jordan geht. Das sind alles negative Eigenschaften. Die Schwätzer und so weiter und so weiter, das sind lauter negative Eigenschaften, das natürlich ein symbolisches Vernichten ist. Wir sind über den Jordan gegangen, dann zwangsläufig, man sagt, er ist über den Jordan gegangen, der ist tot. Er stirbt. Jetzt wird er zu so vielen. Das ist der Mensch mit Holofeeling-Bewusstsein in seiner Traumwelt, der bewusst sich in seine Traumwelt hineinbegibt. Der ist über den Jordan gegangen, das heißt, er ist tot. Einer von den vielen, einer von vielen, die er alle selbst ist, das ist Holofeeling. Darum sagt man auch, der ist verschieden. Merkst du, wie die deutsche Sprache dir alles erklärt? Und das ist jetzt in diesem Zustand. Bist du ein Kern, der immer ist, mit Fleisch, mit Becher umhaftet? Das ist die Botschaft, ist um dich rum. Das sind die Symbolik deiner Traumwelt und das Fleisch wird vergehen. Das wird verfaulen in der Erde. Und dann wird der Kern, der du bist, wird sich auch auflösen und es kommt ein neuer Trieb, ein neuer Baum aus dir selber und du bist alle Äste, alle Zweige und alle Früchte, die dranhängen. Ich sehe jetzt meine Früchte.
weil ich schon längst tot bin. Und ihr merkt, die Sprache jetzt mit Holofeeling, die Worte, was ihr jetzt versteht, setzt dieses Gespräch irgendein Menschen vor, der keine Zeile Holofeeling lesen, also was sind das für Spinner? Das ist reines Erzählen, es ist reine geistige Arithmetik, was ich jetzt mit euch spiele. Vorausgesetzt, du kannst geistreich Arithmetik, Ari, der Löwe, du hast Geist. Und dir wird jetzt wieder alles ein hochgraduierten Mathematiker, das ist nichts anderes wie ein Taschenrechner, den man Formeln einprogrammiert hat, die er rezitiert, aber die er letzten Endes eigentlich gar nicht versteht. Und frei wirst du dann als Geist, wenn du jetzt Mathematiker bist oder Physiker bist, wenn du aufmerksam zuhörst, das Wesentliche kann jedes Kind nachvollziehen. Das ist ein neuer Gedankengang und in dir ist plötzlich was drin, hey, so habe ich das ja überhaupt noch nicht gesehen. Die Demut zu erkennen, dass ich mein ganzes Leben neben mir gestanden bin. Jetzt ist natürlich die Frage, wer bin ich? Und auch hier habe ich so oft erzählt, geistreiche Sichtweise ist das genaue Spiegelbild zu der materialistischen Auslegung bisher. Der Materialist, wenn er sagt, er steht neben sich, drückt er damit aus, der ist ja ein blauer Baller. Und ich sage, du musst als Geist neben dir stehen und dich beobachten, als Objekt, als was vollkommen losgelöstes von dir, das muss ich vollkommen in dir aufgelöst haben, der Glaube, dieser Gedanke bin ich und die ganzen anderen Gedanken bin ich nicht. Das, was du bisher als ich gedacht hast, wird zu einem Gedanken, den du dir ausdenkst, wie alle anderen Gedanken auch. Das heißt, du wirst jetzt nicht mehr behaupten, ich bin der Sigmund oder der Klaus oder die Helga oder der Udo. Ich bin jetzt der, der die sich ausdenkt. Ich denke mir jetzt Ellingen, was ist letztendlich in meiner Welt, wenn ich mich jetzt wieder denke, was für eine Rolle spiele ich zurzeit? Dann sitze ich jetzt vielleicht bloß da und habe einen Kopfhörer auf oder fahre mit dem Auto rum in meiner Realität. Das ist jetzt wieder eine komplett andere Welt. Jetzt kommen wir in die Physik, da wird das genau beschrieben in der Mehrweltentheorie von Alfred Wilder. Aber was die Schwierigkeit ist, dass die auch hier wieder die Physik versucht, das irgendwie raumzeitlich zu verstehen. Wir haben wie in den Filmen, dass man meint, die Realität, die nicht angelastet wird, ist dieses heliozentrische, dieses rein zur Zeit. Das heißt, ich habe immer wieder gesagt, wir sind jetzt Anfang des dritten Jahrtausends. 2015, das dritte Jahrtausend geht bis 2999. Das heißt, das sind jetzt die ersten neuen Keime, Trieme, die ich mit dieser Ohrenbarung in dich reinsetze. Mhm. Die Holofeeling-Wende führt dich in die Welt der Synthese, in eine rein geistige Welt, die dein vorher ausgedachtes Kugel und alles, was du meinst, was vorher war, es sind schon deine Gedanken, das sind Puzzlestücke, die, wenn du die verbindest, was vollkommen Neues entsteht. Die verborgene Harmonie der Dinge. Und jetzt mit dem Bewusstsein, ich kann nicht von unten nach oben sehen, immer wieder das Beispiel Kreis und Dreieck, zwei Flächen werden zu einem Körper. Und der Körper ist was ganz was anderes wie Flächen. Helga, wie sieht es aus, wenn du jetzt einen Kegel nimmst und eine Kugel nimmst und du verbindest das? Du kannst keine bildliche Vorstellung mehr machen. Bei Kreis und Dreieck kann ich meine Schattenwürfe machen, weil das in deinem Programm drauf ist. Das kannst du aufwerfen. Aber wie verbinde ich einen Kegel mit einer Kugel? Mit übers Wort. W-Ort, KGL, QGL, Konsonante Randix ist wie eine Welle. Das sind die zwei Seiten. Jetzt bist du wirklich in einer Welt, wo nicht mehr bildliche Vorstellungen sind, aber geistreich trotzdem gesehen werden können vom Geist. So wie wenn ich sage, kennst du den Film? Und du sagst, ja. Jetzt ist natürlich die Frage, kennen ist immer relativ. Kennst du das Internet? Ja, dieses Beispiel haben wir ja schon gehabt. Ich sage, das ist deine Vorstellung. Kennst du dich selber? Und du wirst jetzt sehr vorsichtig, dass du sagst, ich habe einen Hauch von einer Ahnung, was ich bin. Und das wird immer erschütternder, umso mehr du begreifst, dass du wirklich ich bist. Was ich auch immer mit dem Wort ich jetzt meine. Alles. Und noch mehr. So Leute, jetzt machen wir eine Pause. Die du dir ausdenkst, die Hand es nicht spürt. Ja, ich spüre es ja, dass dieses Ich, das du dir jetzt ausdenkst, der Mensch es auch nicht spürt. In dem Moment, wo dir das glaubert, lass mich, ich mache jetzt eh gleich eine Pause. Sondern nur der Geist erlebt den Traum, aber das Irre, dass dieser Geist total mittig ist, der erlebt die Trennung glatt. Weil er beide Hälften gleichzeitig sieht. Das ist das Erste, wir machen das Heilige zu, so einfach mal plus 40, minus 40, den Moment. Und arithmetisch bleibt es ja gleich.
Und realisiert wird es, wenn du eine Seite vergisst. Dann wird automatisch dein Traum real. Was übrigens überhaupt nichts Negatives ist. Ich sage, die Freude kommt immer wieder. Das ist auch so ein Beispiel, wo du bringst, dass ich kann mich am Essen, am Sein nur erfreuen, wenn ich Hunger habe.